Hey, ja, hier ist der Diebstar. Willkommen zurück zu Frisbee Silent Set Reborn zur nächsten Mission. Beim letzten Mal haben wir versucht, eine Valdarische Installation zu beschützen vom Angriff der DTI. Das ist uns nicht so wirklich gelungen. Wir haben zwar viele Evakuierungsrapporte weggebracht, also lange genug beschützt, damit sie weg konnten. Und haben auch einen Kreuzer beschützt, der ebenfalls wichtige Daten weggebracht hat. Allerdings, ja, konnten wir die Station selbst nicht sichern. Die wurde vernichtet von einer DTD Hades, die aufgetaucht ist. Und ja, die hat auch neben der Station auch einen anderen Kreuzer vernichtet mit Personal an Bord, weil der wollte eigentlich Personal evakuieren. Und ja, wurde knallhart weggepustet. Ja, die Station auch ganz schnell, war auch ganz schnell da, hat auch keine Chance gehabt. War so ganz schnell zerstört. Und ja, das heißt, es geht weiter in der nächsten Mission, weil wir werden dann direkt zum nächsten Auftrag geschickt. Wir haben ja nur 10 Minuten Brotpause gehabt, eigentlich. Für euch war es ein bisschen länger, aber ja, wir machen also weiter in der nächsten Mission und gehen dann mit neuer Frage, mit frischer Kraft an, haben ein bisschen aufgetankt in der Zwischenzeit. Und ja, frisch gemacht und jetzt geht's wieder weiter mit der nächsten Mission und legen los und schauen, was wir tun können oder wissen, um dieses Monster aufzuhalten, was gar nicht so einfach so aussieht, wie es also scheint so zu schwer zu werden. Command has located the Hades near the jump node to Deneb. The super destroyer is traveling without escort but remains a formidable adversary on its own. We cannot risk a direct attack until we have more information on its strengths and weaknesses. Alpha 1, you have been selected to fly reconnaissance against the Hades. Command has requested data regarding the communications, sensors, weapons, and navigation subsystems of the warship. Information on the fighter bay and engine subsystems would also be valuable, but they are not as critical. The GTSC Herschel will oversee this operation. Your fighter's computer will be linked to the Herschel's computer, and your fighter will automatically upload your scan data as it is acquired. To protect itself from the Hades' powerful beam weaponry, the Herschel will attempt to mask its sensor signature. This will prevent the Hades' computer from acquiring target lock on the vessel, and the Herschel's small size should make manual targeting nearly impossible. If we're lucky, the gunners on the Hades won't bother with her. Choose your loadout quickly, pilot. We won't have much time before the Hades leaves the system. This is the best chance we have to get the intelligence we need. Let's make the most of it. Ach du meine Güte. Ja, das kann man wirklich sagen. Ach du meine Güte, das ist eine üble Mission. Wir sollen jetzt alleine gegen die Hades antreten. Na ja, gut, nicht ganz. Wir sollen die scannen alleine. Und ja. Und haben auch nicht viel Zeit. Und ja, müssen da entsprechend alle Daten sammeln, um die Schwachstelle rauszufinden. Also wir übernehmen jetzt quasi die, ja, quasi so ähnlich wie im Hauptspiel. Bei der Liste haben wir auch gescannt, um da entsprechend Schwachstellen rauszufinden. Hier sieht es so ähnlich aus. Ja, scannen die Navigation, Kommunikation, Waffensysteme und Sensorsysteme. Ja, scannen das Hangar und irgendein Triebwerk. Ah ja, okay. CTF Olysses hat uns empfohlen, schneller Jäger. Ist der nicht so besser? Ist doch noch schneller? Es gibt auch nur einen davon. Ja gut, weil die alle einen haben. Ich bin mir sicher, ob wir wirklich den Olysses nehmen sollen oder ob wir wirklich nur scannen wollen. Ist vielleicht der Wokvisor besser, weil der schneller ist. Wendiger, schneller, ist flink. Deswegen nehme ich mal den Wokvisor für diese Mission, wechsle ich mal am Schiff mal wieder. So, bei den Waffen, ja, wir können uns ja irgendwie zur Wehr setzen. Ja, gut, das wohl nicht, aber Pumisis und Avenger nehme ich. Und die Raketen Interceptor für alle Fälle. So, ich denke mal, so können wir losfliegen. Ich muss mal kurz hier alles bereit machen. So, und los geht's. Link is online and active. All systems are go. Good. Alpha, the Hades will reach the jump node in less than 5 minutes. You must gather all the data you can before it departs. Jo, die Beta and Gamma wings are at your disposal. Delta and Epsilon are on standby. Good luck, pilot. Enemy wing just arrived. So, ich hoffe, meine Kollegen machen das. Ich hoffe, die verteidigen mich jetzt lange genug. Ich habe die Waffen, die Geschütze ausgemacht.
Ist hier der Name drauf. Ah, haben die richtig noch eingeweiht, hä? Wenn wir fragen, die Frage, wo ist das Ding? Frage ich jetzt natürlich. Das ist natürlich die Frage, wie funktioniert das jetzt hier? So. So. Mal gucken, wo wir überhaupt hin müssen. Nach unten. Wir dürfen uns gar nicht von diesen Gegnern birren lassen. Ich flieg hier was rein. Da unten. Ja, wenn das so weitergeht, dann kriegen wir relativ viel zügig auf Reihe. So, wo ist denn das Triebwerk da hinten? Nehmen wir auch mal, weil ich gerade hier in der Nähe bin. So. Ich hoffe, meine Kollegen überleben das. Das Energie wird da, da fliegen wir mal direkt da rein, wo die ganzen herkommen. Weil wir es können, ja, weil wir. Das ist genauso eine verrückte Nummer wie in der Lucifer. Aber hey! Naja, mal ein bisschen heranfliegen, damit ich schön kollidiere mit dem Ding. Oh, wir haben ein Problem. So. So, nehme ich auch mal. So. So, jetzt müssen wir die Seite auch. Ja, da war ich etwas zu schnell für die um das zu wenden. Heads up, we have company. Ja, ich kolliere jetzt einfach mal extra. So, jetzt kommt das Ding. So, das ist der letzte. Dann war's ja hier schon. So, viel nach hinten setzen. Das war's dann. Hm. Hab ich gemacht. Ah, Terran Napui. Ja, ich kenne aber schon. Ja, ist eine Mission bei Freespace. So, wir müssen jetzt zurück. So. Herschel Position. Da habe ich ein bisschen extra mich da kollidieren lassen mit dem Ding, um halt sicher zu gehen, dass wir diesen Scan kriegen. So. Wir müssen eigentlich nur abwarten im Grunde, ne? Ich glaube, die Kollegen. New orders are to monitor the Hades as it initiates its jump to Denon. Pilots remain on station until the Herschel completes its mission. Okay, ich verstehe schon. Jetzt müssen wir mal die da irgendwie abfangen. Ja, haben wir doch die richtigen Jäger dafür, hä? So. Command, we are under attack. Request fighter cover. Enemy wing just arrived. Kommen die doch da an, verdammt. Jetzt werden wir doch gebraucht. Wir müssen jetzt die Bombe abfangen. Und das ging so ein blöder. Verdammt. Das ging so ein armen Kostenskreuzer, der gar nichts aushält. Aber die kommen gar nicht durch. Das läuft ja gut. Ja, ich werde wieder weggerammt, weil die es können. Aber 1% hält der aus. Was wollte der denn? Ich glaube es ja nicht. So. Enemy wing has just arrived. New contact on sensors. It's the PDD Hope. Was machen die denn nun wieder? Wir sind hier, um uns gegen die GTI zu erwähnen. Alle Piloten stehen klar von der Hades. Was machen die? Admiral, dein Schiff wird dieses Engagement nicht überleben. Stand down und return to base immediately.
Survival must come second to victory, Command. San Hosuda. Was zur Hölle? Die haben das, die haben sich selbst gesprengt. Reading a primary failure on the Juggernaut's engine array. The Hades has been disabled. All pilots, stand by for a mission update. Was zur Hölle ist jetzt los? Was sollen wir jetzt machen? Pilots, we're readying bomber wings to destroy the Hades. Your objectives... Wait. The Hades engines are coming back online. Aha. Hat der nicht wirklich was gebracht, hä? Aber haben sie beschädigt. Aber was für eine doofe Aktion war das denn? Wollten sie rächen, ja super. Die Hope wurde vernichtet. Kurze Aktion. Das wäre jetzt wohl auch gewesen, wenn wir das jetzt hingekriegt hätten. Nur eine kurze Mission. Das war die Pifi, die Hope, die hat sich... Das hat sie jetzt eigentlich gemacht, sich geopfert, ja, aber... Hat sich das jetzt gelohnt? Ja, jetzt gute Triebwerk weg. Ja, super, aber... Hier ist nichts mehr zu holen. Ja. Was ist denn da, wo mit ihrem Ärger, mit ihrem Pflichtgefühl oder Ehre oder irgendwie? Ja. The events we have just witnessed have dramatically underscored the necessity of defeating the GTI Rebellion. The Hades survived both the collision with and the explosion of a fully armed Typhoon-class destroyer. The crew of the PVD Hope sacrificed their lives and their ship in a valiant attempt to bring victory to the GTA and PVE. Though they were unsuccessful, they will be remembered with honor. Unfortunately, Command must still deal with the consequences of the failed strike. Although the Hope had unloaded her pilots and non-essential personnel before moving against the Hades, we have lost a well-trained and highly skilled Command crew. With our weakened fleets dispersed over several systems to contain the rebellion, it is becoming increasingly apparent that we will not be able to marshal sufficient forces quickly enough to confront the Hades. We have no choice but to attack with what we have. Command hopes that between the intelligence acquired from the repulse and the scan data obtained from our reconnaissance, we should be able to find a weakness in the Hades before it reaches its destination. Our reconnaissance was a complete success as you scanned all four of the required subsystems on the Hades. Excellent work. Our tacticians are analyzing the data you acquired as we speak, and we expect to receive a preliminary report in a few hours. This information will significantly improve our odds in the upcoming counterattack. Additionally, you were able to scan the Hades fighter bay. Intelligence has expressed great alarm at your findings, but their analysis remains classified for the time being. You are also able to scan one of the Hades engines. Our engineers are incorporating your findings into their analysis as they search for a weakness in the Juggernaut's defenses. This information may explain why the Hades was temporarily disabled. Admiral Tess has taken special note of your performance over the last few missions and has selected you to lead the attack against the Hades. Your familiarity with the Juggernaut's defenses will give us an extra edge in the upcoming battle, and your proven leadership and piloting skill are unequaled in this squadron. Command has allowed our strategists and tacticians 6 hours to formulate a battle plan, after which the Soyokaze will jump to Deneb to pursue the Hades. In the meantime, I suggest you get some rest. Dismissed. Ja, jetzt kriegen wir unsere Pause, jetzt kriegen wir keinen Ort für unsere Arbeit. Aber es gab wieder einen großen Verlust, die PVD Hope hat sie geopfert, weil sie eigentlich das Ding da halt zerstören wollte. Ja, gut, war ein, das wollten die auch damit erreichen, logischerweise, aber hat sich ja nicht wirklich gelohnt. 25% das Ding hier nur abgezogen. War ja ziemlich noch funktionsfähig, abgesehen von dem kurzen Triebwerksausfall. Aber, nun ja, ja, wir haben alle Sachen jetzt gescannt und man hofft jetzt darauf, irgendwas zu finden. Dazu wurden wir jetzt auserwählt, ja, einen Angriff zu leiten auf die Hades in der nächsten Mission oder nächsten Missionen. Und ja, endgültig mal zu schlagen, dieses Ding, ja, die mal zu zerstören. Aber ob wir Erfolg haben bei, ja, bei der ganzen Kollision mit einem kompletten angeschlagenen Zerstörer, der war ja angeschlagen, die Hope.
haben wir ja damals nur ganz knapp retten können. Auf jeden Fall, ja, das war's mit dieser Mission hier. Ja, wir kriegen mal eine Pause, die wir verdient haben. 4 Abschüsse, 3 Assists, relativ viel. Schiffswahl war richtig gut. 2 Lokis, 2 Soyuz, ja, wir haben einen Job getan, 2 Bomben abgefangen, um diesen Kreuzer zu sichern. Ja, gut, dann haben wir 105 Abschüsse, 69 Assists. Alles super. Und ja, wir können mit dem Ergebnis leben. Weil besser geht's nicht. Man kann die Hope wahrscheinlich nicht retten im Iran. Und deswegen. Ja, war's das mit dieser Mission. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Denkt an das Feedback. Und daher danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.